Magisterial, Lionel! Magnifico! Extraordinario! Willkommen zu WatchMojo Deutschland und heute präsentieren wir euch unsere Auswahl für die besten Tore, die die Fußball-Ikone Lionel Messi je erzielt hat. He's literally playing the tambourine on his knee when he dances past the defenders, emasculating each of them again. Platz 15. Barcelona gegen Real Sociedad. Es gibt Momente, in denen Messi es so aussehen lässt, als ob die Verteidiger gar nicht da wären. Das ist einer von ihnen. Zuerst erhielt er den Ball auf der rechten Seite des Strafraums, dann hat er den Verteidiger umspielt, der sich erfolglos auf den Ball stürzte. Messi hatte die Chance zu schießen, aber er zögerte nur kurz und machte dann eine weitere Bewegung. Anstatt zu schießen, dribbelte er weiter durch den Strafraum und umging mehrere Verteidiger. Schließlich, nachdem er den ganzen Weg hinübergeglitten war, lenkte er den Ball mit äußerster Ruhe am Torhüter vorbei ins Netz. Ein reines Kunststück und eine geniale Aktion von Messi. Platz 14. Sevilla gegen Barcelona. In Barcelonas La Liga-Spiel 2019 in Sevilla führten einige großartige Ball- und Spielerbewegungen schließlich dazu, dass der Ball Ivan Rakitic auf dem Flügel erreichte. Während Messi geduldig wartete, nutzte er seine Intelligenz und sein räumliches Vorstellungsvermögen, zwischen den Verteidigern Platz zu finden. Und um einen besseren Winkel zu schaffen, ließ er sich ein wenig zurückfallen, um die Flanke von Rakitic annehmen zu können. Holy hell, what a goal! What a tremendous goal by Leo Messi! Als der Ball in der Luft auf ihn zukam, richtete Messi seinen Körper hervorragend aus, um sich selbst für einen Volleyschuss in die obere Ecke aufzustellen. Das war ein absoluter Kracher des Argentiniers. I'm sure we'll be seen on many TV channels over the next few hours or days. Platz 13. Argentinien gegen Brasilien. Während dieses internationalen Freundschaftsspiels erhielt Messi kurz nach der Halbzeit den Ball auf dem Flügel und lief am linken Verteidiger Marcelo vorbei. Dann dribbelte er in Richtung Tor. Bevor ein brasilianischer Verteidiger ihn am Weiterkommen hindern konnte, zog der Argentinier mit seinem himmlischen linken Fuß nach innen und erzielte mit einem Knaller von außerhalb des Strafraums seinen Hattrick und den 4:3-Sieg für seine Mannschaft. Die Zuschauer im MetLife Stadium in East Rutherford, New Jersey brachen in Begeisterungsstürme aus. And the best player in the world might just have won this game for Argentina. Platz 12. Barcelona gegen Arsenal. Während eines Champions League Achtelfinalspiels 2011 zu Hause gegen Arsenal schlug Mittelfeldspieler Andrés Iniesta einen kurzen Ball in den Strafraum. Von da an war es ein wahrer Hexenkessel. Messi kontrollierte den aufspringenden Ball mit dem linken Fuß, während der Torhüter auf ihn zustürmte und versuchte ihn zu stoppen. Doch Messi lupfte den Ball über ihn hinweg, wartete, bis er auf eine vernünftige Höhe herunterkam und schoss den Ball mit einem Volleyschuss ins Netz. Das schnelle Denken und die Fähigkeit, den Ball mit solcher Eleganz auszuführen, zogen alle im Camp Nou in ihrem Bann. Platz 11. Barcelona gegen Valencia. Als Messi den Ball außerhalb des Strafraums erhielt, drehte er sich um, beschleunigte und warnte damit schon mal Valencias Verteidigung. Nachdem er an einigen Verteidigern vorbeigelaufen war, kam ein weiterer Verteidiger auf ihn zu. Es war an der Zeit, dass Messi ihm in die Schranken wies. Gerade als der Verteidiger auf ihn zulief, verlangsamte Messi und zog mit Leichtigkeit an ihm vorbei. Von da an gab es nur noch eins zu tun, ein Tor zu erzielen. Und genau das tat der Argentinier, indem er den Ball am nahen Pfosten vorbeischob. Das Tor war ein Beispiel für Messis überragende Dribbelkünste und seinen präzisen Abschluss. Platz 10. Real Betis gegen Barcelona. Nach einem Pass auf den Mittelfeldspieler Ivan Rakitic auf der linken Seite positionierte sich Messi gut genug, um den Ball zu empfangen. Rakitic. Messi. Oh my goodness me. You thought you'd seen it all. Messi chippte direkt den Ball über den herausgeeilten Torhüter an die Latte ins Netz, um seinen Hattrick zu vollenden. Der Torhüter war scheinbar gut positioniert, aber das war egal. Bravo an Messi. Wenn die gegnerischen Fans dich nach einem Tor in ihrem Stadion anfeuern, musst du etwas richtig machen. Betis Fans on their feet applauding him. Look at that. That's unbelievable. That you see so often. The whole of the Benito Villamarine applauding this man. Platz 9. Barcelona gegen FC Bayern. Auf dem Weg zum Champions League-Finale 2015 traf der FC Barcelona im Halbfinale auf Bayern München. Als Teil dieses Sieges riss Messi in der 80. Minute viele Fans auf der ganzen Welt mit einem seiner denkwürdigsten Momente der Magie von den Sitzen. Leo, der vom rechten Flügel aus leicht nach innen gezogen war, erhielt außerhalb des Strafraums einen Steilpass. Vor ihm stand Bayern Münchens Innenverteidiger Jerome Boateng. Der Barca-Spieler ging direkt auf ihn zu. Er täuschte Boateng, indem er ihn davon überzeugte, dass er nach innen stürmte. Stattdessen ging er schnell nach rechts und brachte den Verteidiger zu Fall. Messi chippte den Ball über Torhüter Manuel Neuer hinweg ins Netz. Er ließ sie dumm aussehen. Und es war einfach richtig gut. Platz 8. Barcelona gegen Eibar.
In der letzten Minute des La Liga-Spiels 2017 zwischen Barcelona und Eibar wurde der Schuss von Barcelonas Stürmer Luis Suárez abgewehrt und der Ball wurde in Richtung Mittelfeld gespielt, aber die Gefahr war noch nicht ganz gebannt. Messi holte den Ball aus der Luft, schob ihn an seinem Gegenspieler vorbei und stürmte nach vorne. Dann tanzte er an einem Verteidiger vorbei. Auch drei andere konnten ihn nicht aufhalten. Der Argentinier dribbelte nach innen und schob den Ball mit dem rechten Fuß am Torwart vorbei ins Netz. In diesem Fall nahm Messi die Dinge selbst in die Hand, indem er an mehreren Verteidigern vorbeischlitterte und ein herrliches Solo hinlegte. Platz 7. Barcelona gegen Liverpool. Im Hinspiel des Champions League Halbfinales 2019 hatte Barca eine Freistoßmöglichkeit aus großer Entfernung, aber für Messi war es sicherlich in Schussweite. Der Argentinier trat an und schlug den Ball um die Mauer herum in die obere Ecke. Die Kurve, die Kraft und die Platzierung waren allesamt tadellos. Es war Messis 42. Freistoßtor für Barcelona und vielleicht auch sein beeindruckendstes von allen. Es war auch sein 600. Vereinstor für den FC Barcelona und es war ein Meisterwerk. Platz 6. Real Saragossa gegen Barcelona. Nachdem er um den Ball gekämpft und ihn schließlich einem Gegenspieler im Mittelfeld abgenommen hatte, schüttelte Messi den Kontakt ab und beschleunigte nach vorne. Er zauberte den Ball an einem grätschenden Verteidiger vorbei und dribbelte weiter in Richtung der linken Strafraumseite. Ein weiterer Verteidiger kam heran, doch Messi zog nach innen, umkurvte den Gegner und zog dann mit dem linken Fuß in die andere Richtung ab. Schließlich setzte er den Schlusspunkt mit einem Schuss in die rechte Ecke. He had Contini going one way, then the other, and sends the ball to the back of the net. Kommentator Ray Hudson nannte es völlig unberechenbar. Diese Unberechenbarkeit, die Art und Weise, wie Messi den Verteidiger drehte und wendete und die Entscheidung, das zu tun, was er tat, als er es tat, war spektakulär. Magnificent, Leo! Platz 5. Getafe gegen Barcelona. In einem Spiel der Copa del Rey 2014 gegen Getafe nahm Messi den Ball im Mittelfeld auf und hatte noch einen weiten Weg vor sich, also dribbelte er ruhig nach vorne und als der erste Verteidiger schließlich auf ihn zukam, ging Messi direkt um ihn herum. Dann näherten sich zwei weitere Verteidiger, aber mit einem langen Ball schob er sich an den beiden zum Strafraum vorbei. Er beschleunigte schnell zum Ball und als der Torwart herauslief, um den Winkel zu schließen, dribbelte Messi cool um ihn herum und schob den Ball ins leere Tor. Es war ein Paradebeispiel dafür, wie Messi dieses extrem schwierige Manöver mühelos durchführt. Platz 4. Real Madrid gegen Barcelona. Im Halbfinale der Champions League 2011 zwischen dem FC Barcelona und Real Madrid machte Messi mit einem seiner berühmtesten Tore auf sich aufmerksam. Nachdem er den Ball an seinen Teamkollegen Sergio Busquets im Mittelfeld weitergegeben hatte, lief Messi auf ihn zu, um den Ball wieder aufzunehmen. Dann stürmte er nach vorne und überlief einige Verteidiger von Real Madrid mit einer Reihe von außergewöhnlichen Berührungen. Away from 2, 3, 4, wonderful, wonderful, wonderful. How good is he? A near supernatural goal from Lionel Messi. Zum Abschluss lenkt er den Ball mit dem rechten Fuß seitlich ins Tor. Mit diesem legendären Kunststück hat Messi seine unglaubliche Beschleunigung und sein Können unter Beweis gestellt. Platz 3. Athletic Bilbao gegen Barcelona. In einem La Liga-Spiel 2013 gegen Athletic Bilbao hatte Messi nur sehr wenig Platz, um zu agieren, und trotzdem gelang ihm ein atemberaubendes Kunststück. Nachdem er den Ball erhalten und einem Verteidiger ausgewichen war, verlangsamte Messi sein Tempo und lief zurück nach innen. Dann zögerte er, umspielte drei Verteidiger und schob sich mit äußerster Eleganz an ihnen vorbei. Als er dann ein wenig Platz für einen Schuss hatte, lenkte er den Ball mit unglaublicher Konzentration am Torhüter vorbei. Dieses Tor war ein weiteres Beispiel dafür, dass Messi nicht immer mit hoher Geschwindigkeit an den Verteidigern vorbeidribbeln muss, wenn es eng wird. Platz 2. Athletic Bilbao gegen Barcelona. Während des Endspiels der Copa del Rey 2015 zwischen Barcelona und Athletic Bilbao erleuchtete Messi das Stadion mit einem außergewöhnlichen Moment. Nach einer kniffligen Pause, als er kurz vor der Mittellinie mit dem Ball stand, spurtete er an einem Verteidiger vorbei nach rechts. Als er sich der Seitenlinie näherte, versuchten drei Verteidiger, ihn in die Enge zu treiben. Doch der Argentinier ließ sich nicht davon aus der Ruhe bringen. Er schaltete um, umspielte seinen Gegenspieler auf der linken Seite und lief dann rechts an ihm vorbei. Messi nahm auf der rechten Seite des Strafraums Fahrt auf. Ein weiterer Verteidiger kam heran, aber schoss schnell nach innen und setzte den Ball knapp am Pfosten vorbei ins Tor. Messi with a strike. What a fantastic goal from Leo Messi. Unbelievable, unbelievable. From virtually the halfway line. He took on three players. Dieser Sololauf von Messi war absolut übermenschlich. Vor unserem Platz 1 kommen hier noch ein paar lobenswerte Erwähnungen.
Barcelona gegen Atletico Madrid, weil Messi das Vorbeikommen am Verteidiger und den Abschluss so mühelos aussehen ließ. Beautiful, intricate passing between Messi and Pedro, and it's Lionel Messi! It's superb! Teneriffa gegen Barcelona, weil Messi den Ball mit erstaunlicher Präzision über den Torhüter lupft. Argentinien gegen Mexiko, weil Messi den Ball aus spitzen Winkel über den Torhüter lupft. Oh, it may open up here for Argentina. It's Messi! Simply magnificent! Bevor wir weitermachen, abonnier nicht vergessen und drück auf die Glocke, um über unsere Videos informiert zu werden. Platz 1. Barcelona gegen Getafe. Schon früh in seiner Karriere, im Alter von nur 19 Jahren, gab Messi der Welt mit einem magischen Solotor gegen Getafe einen Einblick in sein immenses Talent. Nachdem er sich den Ball auf der rechten Seite in Barcelonas eigene Hälfte zurechtgelegt hatte, tanzte er an einem heranstürmenden Gegner vorbei. Dann umspielte er den nächsten Mann, bevor er nach vorne stürmte. Vor einer Gruppe von Verteidigern sprang er nach innen und steckte den Ball an einem gleitenden Verteidiger vorbei. Als er in den Strafraum kam, tat Messi so, als würde er schießen, umspielte aber stattdessen den Torwart, bevor er den Ball im Netz versenkte. Dieses Meisterwerk gegen Getafe verdeutlicht der Messis überirdische Fähigkeiten. Welches Tor von Messi ist deiner Meinung nach das beste? Lass es uns in den Kommentaren wissen. Messi is amazing. The amazing Messi has just scored one of the best goals you're ever going to see in a cup final. Was hältst du von der Liste? Sieh dir diese weiteren Videos von WatchMojo Deutschland an. Abonnier nicht vergessen und drück auf die Glocke, um kein Video zu verpassen.